Das Autohaus Gebrüder Schwarte. Mobilität neu erleben. Präsentiert die Stimmen zum Spiel. Natürlich sind wir nicht gut gestartet und das ärgert niemanden mehr als mich selber. Aber man muss eben auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Ne? Also dieses letzte Jahr, was da war, das war ein überragendes Jahr. Aber das ist nicht unser Standard. Also wir haben von der letzten Saison die besten Spieler sind gegangen. Wir spielen jetzt in der zweiten Liga oder in Belgien und verdienen da richtig auch Geld. Wir holen junge Spieler nach, die sich entwickeln wollen, wo wir vielleicht am Ende des Tages auch mal sagen können, ey, den haben wir entwickelt und der bringt uns voran. Von daher hat mich das schon gewundert, dass die Ansprüche so hoch gestiegen sind. Ich habe auch hohe Ansprüche, aber man muss immer realistisch sein und gucken, wo man halt herkommt und was machbar ist. Wenn man so in die Saison kommt, ist man natürlich riesig froh, dass wir das Ding heute gezogen haben. Das Spiel war auch so ein bisschen Spiegelbild der letzten Spiele. Wir mussten gegen viele Widerstände gegen ankämpfen, sind dann trotzdem wiedergekommen und riesiges Lob an die Truppe. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir heute alles reingeknallt haben und haben uns dann letztendlich belohnt. Und keine Frage, dass natürlich die Stimme dann nicht leiser geworden wäre, wenn du heute verloren hast. Auch, muss man sagen, zu Recht nach dem, was wir da jetzt in Halle angeboten haben. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Und ich glaube schon, dass man heute auch eine Reaktion der Mannschaft gesehen hat. Also ich denke, dass wir uns den Sieg hundertprozentig verdient haben durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Da hat wirklich jeder für jeden gefightet. Und das muss aber auch unser Maßstab sein. Und wir hatten bis auf Halle, wo wir wirklich auch verdient verloren haben, war jedes Spiel sehr eng. Jedes Spiel hätten wir auf unserer Seite auch kippen können. Haben wir es aber nicht geschafft. Und vielleicht hatten wir heute dieses Stückchen mehr Leidenschaft und Wille, diese drei Punkte wirklich auch hier zu behalten. Also sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Nach dem 1:4 in Halle gab es kritische Stimmen. Gerade über Social Media ist es für viele einfach, ihren Senf dazuzugeben. Hat das die Mannschaft in irgendeiner Weise berührt? Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Leute im Internet, da können sie ihrer Wut freien Lauf lassen. Das kenne ich aus meiner Vergangenheit. Und wenn man sie dann persönlich darauf anspricht, ist immer alles in Ordnung. Ich kann nur an die Fans appellieren. Es gibt gewisse Momente, da muss man auch mal die Ruhe bewahren. Wir haben uns heute nicht groß was gewonnen, ne? Aber ich glaube, wir haben heute auf die letzten Niederlagen die richtige Reaktion gezeigt. Natürlich brauchst du in gewissen Szenen dann auch immer ein bisschen Matchglück. Das hatten wir gegen Viktoria Köln beispielsweise nicht, wo wir dann den Elfmeter verschießen. Und jetzt heute hatten wir es und wir müssen einfach weiter hart arbeiten. Da bin ich davon überzeugt, dass wir eine ordentliche Saison spielen können. Hattest du beim 2:1 Glück, dass Pio ein ausgewiesener Rechtsfuß ist? Der war ja auch schon in Schussposition, aber mit dem Linken hat er sich vielleicht nicht zugetraut. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe mir das Tor eben nochmal angeguckt. Ich glaube, der Ball wird so ein bisschen weggespitzelt, glaube ich. Ich glaube, er wollte auch schießen. Ja, zum Vorteil zum uns, dann habe ich ihn direkt genommen. Und dass er dann so wunderschön reingeht, besser kann es nicht laufen. Zum Siegtorschützen. Hat bisher noch nicht so eine große Rolle in der ersten Mannschaft gespielt, hat sich bei der zweiten aber schon auszeichnen können. Dann kam er rein und setzt so ein Solo an. Was hast du von hinten gedacht, als der Ball auf einmal im Netz zappelte? Ja, er hat spielt den Ball, glaube ich, mit Nico im Doppelpass und dann war absolute Überzeugung auch da. Und ich glaube, für Lukas war es jetzt auch nicht einfach. Ist für ihn jetzt auch eine neue Liga, neue Mannschaft. Aber trotzdem muss ich sagen, dass er sich speziell die letzte Woche oder die letzten Wochen in der zweiten den Kopf nicht hat hängen lassen. Und damit ein positiven Gefühl war vielleicht nicht so, war ein bisschen unbekümmerter vielleicht als manch andere dann von uns. Und der war sofort auch im Spiel drin. Aber auch nur so geht es, wenn du nicht bockig bist, wenn du sagst, komm, ich warte auf meine Chance und dann zeige ich das dem Trainer. Und das hat er absolut gut gemacht. Und da muss er jetzt dann auch weitermachen. Er hat sich jetzt durch gute Trainingsleistungen eben auch diese Einsätze jetzt auch letzte Woche schon in Halle und auch heute verdient. Und ich freue mich für ihn, dass er sich da so durchgetankt hat und eben durch dieses Tor eben auch die ganze Mannschaft für ein richtig gutes Heimspiel auch belohnt hat. War es für dich noch ein besonderes Spiel? Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Du hast deine Vergangenheit abgeschlossen, konzentrierst dich voll auf den SV Meppen. Trotzdem ist es ja dann doch was Besonderes, gegen Jungs zu spielen, mit denen man vor einigen Monaten noch zusammen trainiert hat. Ja, das ist das eine. Und dann, wie gesagt, mit der Vorgeschichte ist natürlich für mich persönlich heute sehr, sehr schön, dass wir uns dann endlich belohnt haben. Wie gesagt, ich glaube, allein aufgrund der ersten Halbzeit sind wir völlig verdient als Sieger vom Platz gegangen. Und jetzt müssen wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Abschließende Frage, wie war heute die Stimmung in der Kabine nach dem Spiel? Nach dem Spiel überragend, ne? Nach so einem Sieg natürlich kämpferisch und auch moralisch war der super. Und wir waren alle super gelassen und sowas. Und ich glaube, jetzt können wir auch ein bisschen in Ruhe wieder trainieren. Wir haben eine lange Woche, wir können uns ein bisschen ausruhen. Jetzt die englische Woche ist vorbei. Und ich glaube, mit dem positiven Gefühl fahren wir jetzt nach Dresden und mal gucken, was da so geht.